Moin, Jan hier von CJ Gaming und heute spielen wir das erste Ranglistenspiel mit unserem einen Konsumdeck, wie ich ja im Deckbilder schon gesagt habe. Wir machen mit der Reihenfolge, wie ich sie erstellt habe, die Spiele. Das ist dann das Konsum Ekima Deck und wir suchen einen Gegner. Ja, wir haben den Gegner gefunden. Das wird mein erstes Spiel mit dem Deck sein. Gleich ins Ranglistenspiel natürlich. Ganz oder gar nicht. Also ich werde auf jeden Fall die Decks jetzt mehrmals spielen. Wahrscheinlich öfter auch aufnehmen davon. Vielleicht immer so ein bisschen abwechseln. Mal sehen. Joa, gegen den Stufe 27er, Rang 9. Schauen wir mal, was das wird. So, die können wir mal wegtun, genau wie ein Lecker. Gruftpfeil brauchen wir auch noch nicht. Joa, unser Gegner ersetzt noch seine Karten. Okay, wir fangen an, wir starten mit einem Grabspinn-Ungetüm. Ich spiele den Erdgenius. Also er kriegt ein Schild beim Einsatz und als Todeswunsch, wenn er halt stirbt, wenn er auf den Friedhof verschoben wird, werden zwei niedere Erdgenien am Ende dieser Reihe generiert. Gut. Ja, dann spielen wir nochmal unsere Harpie. Er hat den Reiter der Willen Jagd. Gucken, ob er sein Trio zusammenkriegt. Fangen wir mal direkt mit dem Verzehren an. Das sieht nicht gut aus. Nicht übel. Gar nicht übel. Na gut, wenn er das meint. Spielen wir das nächste Krabbspinnungetüm. Gucken, ob er jetzt sein Trio. Ja, er kriegt sein Trio zusammen. Okay. Irgendwelche letzten Worte. Zeit und Raum haben keine Geheimnisse. Den Navigator der Wilden Jagd und dann den nächsten Reiter der Wilden Jagd. Okay. Verdammt. Das sieht nicht gut aus. Dann spielen wir eben mal unseren Succubus hin, damit wir einen von den Karten ins Ruhe ziehen können. Gucken, wie er jetzt drauf reagiert. Er überlegt auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall in dem Deck cool finde, wir haben immer eine gute Möglichkeit, Stärken mit ins nächste, in die nächste Runde zu nehmen. Halt natürlich durch die Harpie, durch die Eier, durch einen Neckar oder halt durch Ekima, wo du durch Verzähligkeit kriegen. Also jetzt kann ich zum Beispiel Ekima spielen. Verzehr den Vrahenkrieger, hab da eine Stärke von 20 mit Zähigkeit. Das ist halt ziemlich cool. So, was macht unser Gegner? Okay, er hat seinen Erdgenius gebufft, damit wir ihn dann nächste Runde kriegen. Das sieht nicht gut aus. Ja, ist okay, wenn es für dich nicht gut aussieht. Schieben wir nochmal die Harpie, damit er wieder ein Ei verzehren kann und dann nochmal ein bisschen mehr kriegt. Und so sammeln wir halt gut Krabbspinnen in unserem Friedhof für das Gruftweib, was wir dann hoffentlich auch irgendwann bekommen. So, was hat er jetzt vor? Verdammt. Das sieht nicht gut aus. Hat er halt so gespielt. Abhärtung, ach so. Also, er hat jetzt die drei, also drei. Der Willen Jagd um 3 Rüstung und halt die Stärke um 3 verbessert. So.
Achso, nee, nur zwei. Weil ja der Succubus dazwischen liegt, stimmt. Gut, dann würde ich sagen, spielen wir unseren Ekima aus und verzehren den Vrankrieger, damit wir auch ein bisschen für die nächste Runde haben. Wir haben jetzt schon 95 Stärke einfach. Ach, verdammt. Oder auch nicht. Naja, gut, spielen wir noch die Harpie aus. Nehmen wir halt so ein bisschen was mit in die nächste Runde. So, was macht unser Gegner? Okay, er passt. Machen wir es auch. Gewinnen 74 zu 52, aber er hat jetzt halt das Trio da mit Zähigkeit, das ist halt schon ordentlich. Einen Neckar tun wir mal weg. Na toll. So. Ich würde gern Geels spielen und dass wir Gerald Igni bekommen, aber ich habe Angst, dass wir Regis bekommen, weil sonst können wir ihm hier ordentlich was wegziehen. Ich spiele erstmal den Neckar aus. Und wir müssen halt auch das Kupfweiber bekommen, das wäre ganz gut. So, was machen wir jetzt? Wir passen, würde ich sagen. Passt er auch, ja, war klar. Aber so sind wenigstens sein Trio weg. Wir kriegen den Neckar wieder. Den Warenkrieger. Naja, gut. Wir müssen ja eine Mume wegwerfen. Kriegen das Gruftweib, das ist sehr gut. Er hat jetzt den Ogwiss gespielt. Füge nach 4 Zügen zu Beginn deines Zuges allen gegnerischen Einheiten einen Schaden zu. Nimm diese Einheit wieder auf die Hand und verwandle sie in einen erschöpften Ogwiss. Gut. Jetzt machen wir spielen Vrankrieger und verzehren den Neckar. Gut, spielt ja alles aus Donner. Ja, spiel mal die Mumme aus. Wir können ja mit unserem Anführer noch verzehren, dann können wir noch ein bisschen Stärke behalten. Okay. So, der Neckar wurde jetzt verzehrt. Warum sollte ich dir helfen? So, jetzt ist die Frage, verzehren wir den Vrankrieger oder unsere Flüsterin? Flüsterinnen behalten wir die Stärke wenigstens und kriegen nicht noch weiter Schaden in der Reihe. Bringen wir es hinter uns. Jetzt Geralt Art, verschiebe 5 benachbarte Einheiten in die Reihe darüber und füge ihnen 2 Schaden zu. Ja, gut. Unwissenheit ist noch der Seele. Was kriegen wir? Geralt Igni oder den Katakan? Dann nehmen wir noch den Katakan. Gerald Igni bringt uns ja nicht viel. Reiter der Wilden Jagd hat 6. 6, 6, 7. Achso, ist. Ja. 8. Ja. Nehmen wir die Mume hier, wo ist sie? Da.
Er hat jetzt solche gespielt, zerstöre die schwächste Einheit. Na gut. Dann spielen wir das Gruftvibe. Das so schöne Töne macht, wenn man es ausspielt. Gucken, ob er da was gegen hat. Ich hoffe mal nicht. Wir kriegen dann ordentlich. Na gut, und der Gegner passt. So, jetzt verzehrt er alle Karten im Friedhof. Kriegt 32. Ja, gut. Gewinnt 69 zu 8. Das ist halt so ein krasser Finisher eigentlich, wenn der Gegner da nichts gegen hat. Das ist so heftig an sich. So, schicken ihm gutes Spiel und gewinnen das Spiel. Sehr schön. Kriegen 5 Erz noch, 2 Runden. Was kriegen wir als Belohnung? 15 Meteoritenstaub, gut. Oh, ein bisschen Erfahrung, wie immer. Rangpunkte 57, oh, sehr nett. Ich glaube, diese Anzeige hier ist irgendwie ein bisschen buggy. Ich glaube, das, was hier steht, ist die Punktzahl, die man schon bekommen hat. Und dann kriegt man sie nochmal dazu gerechnet. Ich glaube, irgendwie ist da so ein bisschen Anzeigefehler. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon behoben war. Auf jeden Fall war es gestern bei mir so. Ich bin auf einmal 2 Ränge oder so hochgestiegen. Das war irgendwie, sah irgendwie ziemlich komisch aus. Hab mich auch. Boah, was mach ich denn? Hab mich auch gut gewundert. Wollte ja gar nicht. Da hatte ich dann hier geguckt. Hier stand meine richtige Rangpunktzahl. Und bei mir nach dem Spiel irgendwie, keine Ahnung, 1400 irgendwas. Das war ein bisschen komisch. Naja gut, auf jeden Fall, das Spiel haben wir gewonnen, mit erstes Spiel mit dem Deck. Und wie gesagt, das Gruftvibe ist schon ziemlich krass, wenn man vorher gut Krabbspinnenfriedhof bekommen hat, halt durch die Krabbspinnenungetüme und das Verzehren dadurch immer wieder den Friedhof füttert, so gesehen. Und ja, wie gerade gesagt, wenn der Gegner nichts gegen hat, dann kommt da eine ordentliche Summe an Punkten zusammen. Wunderbar. Im nächsten Video spiele ich dann das andere Konsumdeck. Also die nächsten beiden Ranglistenspiele werde ich mit den neu erstellten Konsumdecks spielen. Werde ich dann aufnehmen und dann halt Tag für Tag veröffentlichen, hochladen. Ja, und ihr könnt euch ja mal, wenn ihr die drei Videos gesehen habt, Gedanken machen, welches euch am besten gefallen hat. Beziehungsweise auch jetzt beim Deckbilder schon, ohne ein Spiel zu sehen oder gesehen zu haben, gucken, was euch am besten gefällt. Also ich glaube, ich habe die anderen beiden halt, wie gesagt, nicht gespielt, aber das finde ich schon ziemlich gut, das Deck. Mal gucken. Ich mag ja die Moom auch ziemlich gerne. Also die Moom und das Gruftvibe sozusagen im Deck, das ist, glaube ich, schon ziemlich krass. Naja gut, das soll es gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen, lasst wie immer Feedback da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, ciao.